Moin Leute, willkommen zum dritten TLC-Update-Video. Heute dreht es wieder um vier Tiere. Wie gesagt, ich will die Videos auch nicht ganz so lange halten, aber trotzdem informativ. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Enki an. Mit dem Enki wurde einfach nur die Metallkapazität hochgeschraubt. Also Metall wiegt bei mir jetzt weniger. Also 85% wiegt jetzt so gesehen Metall weniger in seinem Inventar. Vorher waren es 75, also nochmal ein klein wenig mehr als vorher. Zum Mega Shellon kommen wir gleich noch, denn man kann jetzt auf mehreren Stellen auf der Karte sie paaren. Vorher ging das ja nur auf Genesis ganz tief unten. Das soll jetzt auch in anderen Stellen möglich sein. Das testen wir jetzt gleich auf Crystal. Der Diplocaulus, falls ihn jemand nicht kennt, ich habe dazu ein eigenes Video gemacht. Ich tue es mal in die Kommentare in der Beschreibung verlinken. Ein relativ cooles Tier. An Land könnt ihr es leider nicht reiten. Wir lassen sie mal ganz kurz folgen, dass wir ins Wasser kommen, weil im Wasser könnt ihr ihn reiten. Sein Vorteil ist, ihr braucht kein Atemgerät, wenn ihr ihn reitet, weil ihr seht oben schon Oxygen stehen, das ist im Prinzip Sauerstoff. Und wenn ihr ihn reitet, benutzt ihr seinen Sauerstoff, um euch fortzubewegen. Hier im Wasser könnt ihr jetzt auf ihn aufmounten und ihn dann reiten. Und man muss dazu sagen, der ist jetzt ungeprägt und ihr seht, er ist schon relativ fix. Wenn man diese Tiere noch geprägt nutzt, dann haben die ein echt extrem gutes Tempo. Mit dem Patch wurde jetzt ihr Tempo nochmal erhöht und ihr Leben wurde erhöht. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall mit dem Diplocaulus noch besser die Unterwasserwelt erkunden. Und wie gesagt, dadurch, dass ihr ihn ja auch auf Sauerstoff leveln könnt zum Beispiel. Ihr könnt jetzt auch hier hingehen und macht jetzt seinen Sauerstoff nach oben. Und dann könnt ihr sogar noch mehr von ihm im Endeffekt, ich sag jetzt mal, also ihr braucht noch länger kein Atemgerät, also heißt für Unterwassererkundung auf jeden Fall super praktisch dieses Teil. Wie gesagt, extrem schnell, also es kommt auch kein Tier mit normalem Tempo an ihn ran. So, wenn ihr aus dem Wasser rausreitet, passiert halt das, dass ihr abgemountet werdet, aber ja, das ist ja normal, weil ihr könnt am Land ja nicht reiten. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Haupttier dieser Folge, nämlich dem Megalodon. Ich glaube, die haben sich ein bisschen verteilt. Ja, ich hatte sie in... Ja, ich glaube, ein paar sind ein bisschen weggeschwommen, oder? Es waren mal vor ein paar Minuten waren es noch ein paar mehr, die hier... ja, da sind ein paar mehr verteilt worden. Machen wir doch mal hier alle Folgen, Jungs. Guckt mal alle her. Jo, was ein Tempo. So, der Megalodon wurde ein bisschen überarbeitet, denn ihr seht jetzt, ich hoffe, man sieht es ganz gut... Naja, man sieht es nicht so extrem gut. Guck mal, ob ich einen Winkel finde, wo man es besser sieht. Ich steige mal ganz kurz ab. Sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Also erstens, er hat einen Blutungsbuff bekommen, der Megalodon. Und einen Rudelbuff. Ihr seht, hier unter seinem Namen steht plus 6, weil jetzt hier gerade halt mehrere in der Umgebung sind. Dieser Rudelbuff geht relativ hoch. Also passt auf jeden Fall auf, auch Tiere, die dann, wenn es 7 oder 8 sind, die bekommen halt alle noch diesen Rudelbonus. Und dadurch macht er halt extrem guten Damage, er kassiert viel weniger Schaden. Und wie gesagt, ihr macht jetzt einen Blutungsdamage, wenn ihr Gegner angreift. Und natürlich auch Wilde machen an euch Blutungsdamage. Das müsst ihr auf jeden Fall jetzt in Zukunft ein bisschen mit beachten, dass ihr hier ein bisschen aufpasst. Weil das halt nicht so vorteilhaft für euch ist, wenn ihr Blutungsdamage bekommt. Geht aber so, weil Level 7, aber relativ schnell down. Aber wie gesagt, ihr könnt jetzt mit denen auf jeden Fall extrem gut unter Wasser, auch gegen Tusos, gegen Mosas kämpfen, weil ihr jetzt ja im Rudel kämpfen könnt. Das macht jetzt wirklich mehr Sinn, klar nicht mit so vielen wie hier, weil das könnte ein bisschen nervig werden. Aber ich sag erstmal locker mit so einem Dreier-, Vierer-Rudel unter Wasser unterwegs sein, den Blutungsdebuff verteilen und den Rudelschaden mitnehmen. Aber auch wieder umgekehrt, passt auf Leute, wir haben immer mehr Boote auf dem Server mitbekommen, dass viel mehr Leute durch Megalodon-Angriffe sterben, weil halt ja, natürlich auch die den Blutungsdamage machen und einen Rudelbonus haben. Also so ein Rudel Megalodons ist nicht mehr so einfach, wie es mal früher war. Also das muss man wirklich sagen. Da habt ihr ein bisschen das Problem. Und hier ist gerade ein Tuso gespawnt. Oh, hier seht ihr mal, Level 25er Tuso. Der hat ja gefühlt überhaupt nicht lang gelebt. Und man muss dazu sagen, dass es halt noch wilde Megalodons sind und keine... also, die sind im Prinzip getamed. Gehen die jetzt hier voll ab, oder was? Jungs, kommt mal wieder hier runter. Das sind auf jeden Fall keine gezüchteten, also die haben keine Prägung oder so. So, jetzt sind wir hier auf Crystal Isles unten am Boden. Und ich würde sagen, wir probieren aber mal aus, ob man jetzt die Schildkröten hier paaren kann. Oh, ich hasse es, wenn man in den Schildkröten reinbackt, wenn man sie wirft. So, probieren wir es doch mal aus.
Ich habe sie auch noch nicht vorher getestet. Da stand ja nur, es geht jetzt. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Jo, also Google meinte, dass es ihr leid tut. Fuck, die ist echt kryokrank. Ich habe das im Lokalmodus gar nicht deaktiviert. Sehr gut zu wissen, dass im Lokalmodus der Kryo-Debuff noch funktioniert. Ist wahrscheinlich. Nee, warum geht dann der Kryo-Buff im Lokalmodus? Egal. Ich werde auf jeden Fall noch eine kurze und zweite Schildkröte cheaten und dass wir auch das Paaren auf jeden Fall ausprobieren können. So, ihr seht, ich habe jetzt hier ein weiteres Weibchen, was im Prinzip paarbereit wäre, und das Männchen. Beides noch Paaren gestellt und trotzdem können die sich so gesehen nicht paaren. Also. Die Tiefe hier auf Crystal scheint nicht zu reichen. Was ein bisschen schade ist, das ist halt im Endeffekt, müsste man halt mal schauen, auf welcher Karte es dann möglich wäre. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Leute, wenn ihr Stellen auf anderen Karten mittlerweile dann jetzt kennt, wo man Megachellons paaren kann, wenn es überhaupt jemand macht. Ich kenne kaum Menschen, die Megachellons paaren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich habe gedacht, das würde hier reichen, aber leider reicht dieser Boden noch nicht aus. Meine Haie werden jetzt hier oben, baumeln sie alle oben als kleine Traube. Ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr jetzt den Megalodon? Und habt ihr ihn schon genutzt? Nutzt ihr ihn? Werdet ihr ihn nutzen? Einfach alles unten rein. Ich sag mal, Enki ist ja selbsterklärend, ist halt ein bisschen mehr Metall. Weiß nicht, ob das wirklich so krass ist. Der Diplocaulus, ich nutze ihn, viel nutzen glaube ich nicht, aber wäre auf jeden Fall ein Tier, das man in Zukunft auch nutzen kann. Und wie gesagt, und Megachellons. Ja, ob man es braucht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, nächste Folge kommt demnächst, die dann mit den Wyvern, mit den Tylas, da kommt noch ein bisschen was auf euch zu, auch bossrelevant, der ganze Kram, das werden wir in der nächsten Folge testen. Und ich kann es auch sagen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wenn am Anfang der Folge nach dem Intro das Xbox-Logo aufploppt und Series S drunter steht, dann ist diese Folge auf der Series S aufgenommen. Ich will mal gucken, ob ich in Zukunft das so ein bisschen so unterteile, dass ihr auch seht, auf welcher Konsole oder Konsolengeneration das Ganze aufgenommen worden ist. Damit sage ich, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Bis denne. Ciao.